Hallihallo Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play Banjo-Kazooie. Ja, im letzten Part haben wir angefangen, die Eicheln zu sammeln und werden jetzt damit fortfahren. Also wir haben die ganzen... Yes! Perfekter Partbeginn. Oh, und ich kam da so gut hoch im letzten Part, verdammt. Ja, im letzten Part haben wir halt die Eicheln angefangen zu sammeln und haben das Dings gefüttert. Den kleinen Adler-Baby-Vogel da. Und ja, sammeln wir jetzt weiter die Eicheln auf. Ja. Ist ja die Frage, wo die nächsten Eicheln sind. Ich gehe mal davon aus, dass im Wipfel noch ein paar lauern. Ob es im Bienenstock welche sind, das könnte ich eigentlich mal rausfinden, oder? Ja, warum nicht? Ah, da war noch eine Raupe. Oh, nicht schlecht. Okay, noch eine Raupe. Hier gibt es nichts mehr zu holen. Bär, wir sind alle ausgeflogen. Okay, das heißt, wir müssen da nochmal im Sommer hin oder im Frühling. Warum habe ich... Mann, ich bin extra in die andere Welt gegangen, um die Raupen zu holen. Eigentlich hätte ich hier hingehen können. Okay, man muss ja also im Sommer und Frühling kennen, sonst geht das nicht. Sonst kriegt man das Puzzleteil nicht. Interessant. Ja, ho! Ich mag das. Dieser Ausdruck ist halt Banjo-like. So, plupp. Das sind genau die zwei, die mir gefehlt hätten. Naja, wir haben die Mission erfüllt und fertig. Oh Gott, hätte ich mich geärgert, wenn das schiefgegangen wäre. Also das mit dem Weltenwechsel. Ach, wäre das schiefgegangen. Dann hätte ich mich gehasst. So. Ich sollte die Kamera vielleicht wechseln, wenn ich stehe, sonst gibt es gleich ein Malheur. So, so, dann versuchen wir das nochmal. Das kleine Jamon hier. So, perfekt. Und jetzt kommt das. Das, was mir gerade so ein bisschen die Stimmung versaut hat am Anfang des Parts. Da ist noch eine Raupe. Und eine Tür. Ach ja, stimmt. Die kennen wir ja schon. Na komm, hier muss doch eine Eichel sein, oder? Weil es irgendwie mehr geworden sind, habe ich den Eindruck. Hä? Warum sind im Wipfel keine Eichel? Ein bisschen enttäuscht. Ich zu sagen, sehr enttäuscht. Kommt da oben doch hin. Ich glaub's ja nicht. Okay. Jetzt muss ich da quasi nochmal herkommen, vielleicht mit der anderen Biene. Wo kommt die Frösche her? Vor allem, wo sind die Frösche?
Ja, vielleicht sind im Winter ja noch ein paar da. Mal gucken. Ich hoffe, das Eichhörnchen wird eigentlich sauer, wenn man das nicht schafft bis jetzt. Autsch. Wow. Scheiße, das macht so viel Schaden, das ist nicht fair. Muss sie definitiv doch nochmal mit dem hin, oder? Mit dem. Mit Biene Benjo. Okay. Dann gehen wir mal. Und holen uns die Fähigkeit. Bin mal gespannt, ob das wirklich damit so zusammenhängt. Oder ob das Humpels ist. Aua. Ob man wirklich sozusagen sich verwandeln kann in der einen Welt und dann rüberkommen kann in die andere. Das würde mich jetzt mal interessieren. Da war es ihm ja zu heiß in der Sommerwelt. Deswegen gehen wir jetzt mal in die Frühlingswelt. Mal gucken. Ich bin mal gespannt. Ach, das war noch Zeit, oder? Ja. Es kommt fast so wie vor 5 Parts oder so. Ich glaube, das waren 5 Parts. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Jemand muss den Felsblock entfernen. Ja, ja, ja. Ja, du kannst es in, ich glaube, ja, übernächste Jahreszeit. Dann kannst du es. Damit kann ich da nicht viel machen. Das stimmt, dieses mysteriöse Loch existiert ja auch noch. Nur nicht verlieren, wir sind auf 50 Minuten. Ich sammle sie trotzdem ein. Look at that. Ach, das waren noch Zeiten, nicht? Vor ein paar Parts. Okay, den Ding da sollte ich trotzdem nicht über den Weg laufen. Das ist, glaube ich, keine gute, so gute Idee. Wir fliegen jetzt weg. Da ist ein. Ich muss jetzt mal landen. Die Musik erinnert mich an manchen Stellen echt ans Pokémon Snap. Dieses an den Dschungel. Daran erinnert mich das. So.
Ach, okay, man kann die mitnehmen. Dann gehen wir mal erstmal in die. Oh, das ist hier oben. Ist hier oben noch was? Kann man hier irgendwas finden? Hexenschalter oder sowas? Stimmt, die haben wir auch noch nicht. Wenn wir noch Honigwabe? Ah, scheinbar nicht. Naja, wenn alle Stücke reißen, gucke ich sowieso wieder zur Komplettlösung. Wie ein guter Let's Player es halt so macht. Ja, es ist halt so eine Sache, wenn man halt das Spiel spielt und ein Problem hat dabei, dann sind solche Komplettlösungen eigentlich ganz hilfreich, weil ich Mumbo Magie gleich aus. Schade. Also ein Sommerbiom können wir nicht. Dann gehen wir mal ins nächste Biom. Oder man kann, ich weiß nicht. Bin ein bisschen verwirrt. Ins nächste Biom. Vielleicht kann man das hier. Weil da ja ein paar Dinger waren, nicht? Mumbo Magie gleich aus. Ach, schade. Okay, dann verwandeln wir uns mal zurück. Zauber alle. Okay. Dann gehen wir mal erstmal in Winter rein. Mal gucken, was uns da erwartet. Ob wir da irgendwas wieder ausrichten können. Ob das irgendwelche Handlungen für die nächsten haben. Boah, die Eiswürfel sind wieder da. Ich hasse die Eiswürfel. Ich hasse allgemein Eis. So. Willkommen da. Winterwunderland. Oh. Hat sich ja leicht verändert. Und es gibt eine Rutsche in den Engine. Nein! Zumindest hatte das. Ach, die Dinger sind eingefroren. Das ist interessant. Okay. Oh. Und sie sind wieder da. Natürlich sind sie wieder da. Nach wie vor finde ich das Konzept dieser Welt einfach nur geil. Okay. Autsch. So, perfekt. Ein bisschen Leben tanken. Nachdem man die ätzenden Kreaturen besiegt hat. Ah, was ist da hinten? Der Stier scheint auch weg zu sein. Okay, da kann man. Natürlich, in der Winterwunderwelt ist da ein Mombo-Schädel drin. Mehr nicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht, ich habe da mehr erwartet. Tauch ruhig in das Eisewasser. Deine Luftreserven werden bald am Ende sein. Kann man zu dem Biber? Ja, kann man. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh, das schaffe ich noch. Das schaffe ich noch. Okay, da oben ist eine Honigwabe. Ups, normalerweise bekomme ich im Winter nie keinen Besuch. Gut, dass wir es schon erledigt haben. Er freut sich. Ja, okay, da ist die Honigwabe. Eine fehlt noch und damit haben wir, glaube ich, alles sogar voll. Und das ist die letzte in dieser Welt. Ist nur die Frage, wo sie ist, aber das werden wir schon irgendwie rausfinden. Will ich das extra Leben haben? Nee. Nee. Ist mir zu riskant. Am Ende schaffe ich es nicht durchs Loch. Ich gehe lieber nochmal zum lieben Kopan. Jetzt habe ich ein Problem. Gott, das ist echt nervenaufreibend. Das ist fast wie Rocket Bay. Das ist ja doch. Oder war das die Kaverne? Also die vorletzte Welt jetzt. Oh Gott, muss ich beeilen. Ja, die Honigfarbe habe ich, das ist gut. Das Loch. Nein! Nein! Ah,
Panik, Herzattacken, alles auf einmal. Oh Gott, ich will das... Für meine Arschlöcher. Gib mir mein Leben wieder. Du machst halt so. Ah, das sind Slushies wieder. Hey. Slushy, Slushy, du bist ein Arschi. So. Das ist alles eingefroren. Kann man jetzt wieder zu Mumbo? Ich hab Angst. Ich mag die euch nicht. Verpisst euch. Ah, das ist so nicht Ding. Oh, die Bienen sind eingefroren. Das ist gut gemacht. Ach, das lohnt sich sogar. Dich zu öffnen. Dich Tetrapack. Voller Honig. So. Ja, gut. Die Biene kann ich mir vorstellen, dass die hier nicht funktioniert. Einfach weil. Ist so. Vielleicht, weil es logisch ist. Okay, da ist nichts. Klar, die Blätter sind ja auch wahrscheinlich weg. Okay, was ist hier oben? Eins und vier, okay. Okay, das ist, ich glaube, der andere Sprung ist mir ein bisschen zu riskant. Ich hab Bock gehabt. Oh ja. Das ist gerettet, Mr. TK. So. Dann wollen wir dann nochmal hoch. Ich habe nämlich irgendwie Sorge, dass unser lieber Freund Adler auch da oben lauert und ausgewachsen ist. Da liegt unsere Honigfarbe, aber die wollen wir jetzt erstmal ignorieren. Geil ist zu sterben. So, hoch da! Schnell! Sonst kommt noch irgendein Slushy. Genau, die können ja irgendwie treffen. Warum auch immer. Sie kennt es einfach. Okay, da kann man noch hin. So nicht. Aua. Ja, Benjo, das tut weh. Ah. Bam, bam, badalapa, da, 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 da. Nein, Slushies. Ich hab euch schon in der Eiswelt nicht gehasst. Es ist ein Peak. Verpisst euch. Der ist immer noch böse. Ist nix. Auf zu meinem Freund. Oder Freundin, wenn der eine noch lebt. Oh Gott, muss ich aufpassen.
habe ich mir gedacht. Irgendwie habe ich mir das gedacht. Naja. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns demnächst mal wieder von Let's Play Banjo-Kazooie. Danke, dass ihr dabei seid und bis dann. Tschüss.